Willkommen in der Manege. Wanderzirkus. Der Podcast mit Jenny Elfers und Martin Tietjen. Immer auf der Reise, nie am Ziel und immer ein Trick auf Lager. Erleben Sie verbale Drahtseilakte ohne Netz und doppelten Boden. That's Showbusiness, baby. Hallo, du gut gebräunte, erholte Jenny Elvers. Heißt du noch Elvers oder ist irgendwas passiert die letzten Wochen, wo wir uns nicht gesehen haben? Na, ich heiße noch Jenny Elvers. Okay, sehr gut. Was heißt hier gut gebräunt? Mensch, ich war gar nicht im Urlaub. Ich habe gearbeitet, so ein bisschen. Ich habe gelernt, sehr viel Text gelernt. Es gibt was ganz, ganz Spannendes bei dir, ne? Eine große Rolle bahnt sich irgendwie an. Davon werde ich aber erst im nächsten Podcast erzählen. So. Wir müssen uns, glaube ich, auch entschuldigen, weil wir haben ja ganz, ganz großkotzig vor ein paar Wochen gesagt, Sommerpause? Nein, wir doch nicht. Und dann irgendwann hatten wir ein paar technische Probleme, wo wir gesagt haben, also sagen wir so, die Spur hat nicht aufgenommen und da waren wir, glaube ich, so frustriert, dass wir gesagt haben, den Bums nehmen wir jetzt nicht nochmal auf. Ja, ja, ja. Du warst vor allen Dingen in Berlin unterwegs zur EM irgendwie und da wahnsinnig eingespannt und also ich hätte ja Zeit gehabt. Ja, das ist dann irgendwie so, weißt du, wenn man einmal aufhört, dann ist es wie so Domino Day. So ein bisschen, ne? Ja. Also ich hatte dann jetzt auch so das Gefühl, nee, das ist jetzt gar nicht so blöde, wenn wir ein bisschen Sommerpause machen, weil es haben ganz viele nachgefragt bei mir, wann kommt denn jetzt der Podcast wieder? Und ich hatte ja eigentlich auch ein anderes Datum angekündigt und dann nahm das Schicksal seinen Lauf und jetzt müssen wir uns quasi wieder warm reden, oder? Das ist wie Sex in der Beziehung, man darf niemals aufhören eigentlich. Weil dann weiß man nicht mehr, wie es geht. Ja, wenn man einmal Pause macht, dann schleicht es sich ein, dass man halt dann ganz aufhört. Wie ist das denn, wenn man gar nicht in der Beziehung ist und dann quasi auch vielleicht gerade gar keinen Sex hat, kann man das dann noch? Es ist wie Fahrradfahren wird jetzt meine Mutti sagen. Also wir können ja über alles reden, ne? Aber tatsächlich gab es auch so Phasen, wo ich mich so körperlich nicht ganz so wohl gefühlt habe und dann habe ich es irgendwie eingestellt und es war dann ganz schwierig, da wieder so ins Game reinzukommen. Ja, da denke ich jetzt auch mal eine Minute oder zwei drüber nach. Denn ich bin ja zurzeit auch Single und jetzt auch nicht so im Dating-Game drin, weil ich jetzt, weiß ich nicht, hatte ich jetzt auch nicht so Bock drauf und bin jetzt sehr fokussiert gerade, dass ich beruflich, weil sich eben da was getan hat, da mich gut drauf vorbereite und mache jetzt aber, bevor ich das andere mache, noch ein bisschen Fernsehen wieder und bin halt so gerade so in meiner Jenny-Welt drin und habe gar nicht so Lust irgendwie zu daten. Und meistens ist es dann ja so in solchen Phasen, dass man jemanden kennenlernt. Also ich bin jetzt nicht irgendwie auf der Suche, aber das ist also eben so gar nicht, ne? Und bin mal gespannt, was so die nächsten Wochen so bringen. Wir haben uns überlegt, dass wir so ein bisschen mit Themen arbeiten möchten. Ja, und jetzt heute ganz neu, ne? Haben wir uns dazu entschieden, das Thema Trennungen zu besprechen. Dazu aber gleich mehr. Bevor es jetzt zu seriös wird, Jenny, die Frage muss auf jeden Fall noch gestellt werden. Du wirst sie, glaube ich, nicht beantworten und mich hassen. Ich stelle sie trotzdem. Was war die längste Zeit, in der du keinen Geschlechtsverkehr hattest? Da bist du jetzt drauf gekommen, weil ich quasi drauf gekommen bin, ne? Gekommen ist jetzt irgendwie in diesem Zusammenhang auch wieder wahnsinnig irgendwie zweideutig. Ganz ehrlich, da führe ich nicht Buch drüber. Also gefühlt? Gefühlt, ich würde mal sagen, so ein halbes Jahr schon. Okay. Und das finde ich lang. Ja. Das finde ich wirklich lang. Was glaubst du, wie lang war es bei mir? Wie schätzt du mich ein? 2 Monate? Kacke, nee, ein ganzes Jahr tatsächlich. Ein ganzes Jahr? So während Corona. Nee, während Corona habe ich gedacht, was irgendwie komisch war. Ich habe mich eingeschlossen mit einem jungen Mann und nach Corona kam er wieder raus. Genau. Nee, das war ganz geil. Also während Corona, ich meine, klar, wir hatten ja quasi Lockdown alle irgendwie auf der Stirn zu stehen, aber da war ich öfters verabredet in privaten Rahmen als jemals sonst.
witzigerweise. Also mein Sohn, das kann ich, glaube ich, mal verraten an dieser Stelle, ist auch damals mit seiner jetzigen Freundin, die die ganze Zeit schon bei ihm ist, auch da zusammengekommen im Lockdown. Es gibt viele Corona-Beziehungen tatsächlich. Ja. Es soll ja auch viele Corona-Babys geben. Ich glaube, es war auch eine gute Testphase, ne? Weil wenn man es da zusammen aushält, mehrere Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate in einer kleinen Wohnung, dann hat man es fürs Leben, glaube ich, geschafft. Wenn nicht da, wann dann? Ne? Aber ein Jahr ist wirklich lange, oder? Ja. Ich habe auch tatsächlich mit der Person wieder angefangen, mit der ich aufgehört habe. Was war das? Pong, eine kleine Mail, die gerade kam. Und auch liebe Grüße an den Kollegen, der sich regelmäßig beschwert, dass wir doch bitte mal unsere Notifications ausschalten sollen. Nein, jeder Podcast hat seine kleinen, uniken Momente. Finde ich nämlich auch. Hier bei Jan und Olli, die schmatzen doch ständig. So. Bei uns sind sie Notifications. So, und wir müssen jetzt auch mal ganz kurz erzählen, wo wir sind. Also so ganz genau sage ich das nicht, aber wir können quasi, also schöne Grüße an die Kaulitz-Jungs, können quasi auf die Elbphilharmonie gucken. Wir können quasi darauf gucken. Wir hatten heute das Thema uns vorgenommen, Trennung. Ne? Ja. Und lustigerweise sind wir beide gerade, so viel sei mal verraten, ich sag jetzt nicht bei wem konkret, aber bei einem Ex-Freund von mir. Also als hätten wir, um uns da irgendwie einzufühlen in dieses Thema, in diese Thematik, jetzt hätte ich das mir so überlegt, weißt du, wie beim Schauspiel, wenn ich eine Krankenschwester spiele, muss ich erstmal nochmal 2 Wochen Praktikum im Krankenhaus machen. Und für die Podcast-Folge bist du jetzt 2 Wochen eingezogen. Ja, genau, das war der Plan. Das Leben mit dem Ex. Nein, also so ist das natürlich nicht. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich mit... Ich meine, ich bin 52 Jahre alt. Es gibt ja den einen oder anderen Ex-Freund. Es gibt auch einen Ex-Mann. Ich war lange verheiratet. Aber es gibt eben auch die Ex-Freunde. Und ich bin mit fast allen wirklich gut befreundet. Mhm. Also wirklich gut. Also ich bin sehr gut befreundet, vor allen Dingen auch mit dem Vater von Paul, also mit Alex. Und ich musste gerade ein bisschen im Gedächtnis kramen. Ja, ja, es gibt, Alex. Also wir halten das auch intern so ein bisschen so, Götz ist halt auch Papa, ne? Also mein Ehemann, den habe ich ja kennengelernt und lieben gelernt, als ich schwanger war mit Paul. Also eine ganz merkwürdige Konstellation, ja. Aber Alex hatte sich ja auch vorher von mir getrennt und aber da komme ich gleich nochmal zu meiner Ehe, weil die Trennung mit Alex, also das war eigentlich so die medial für mich schlimmste. Mhm. Also wenn wir über Trennung sprechen, dann rede ich halt über Trennung in der Öffentlichkeit. Ne? Das ist nun mal so, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dass du damit ja nochmal anders umgehst. Weil da ist auf der einen Seite natürlich ein eventuell gebrochenes Herz. Mhm. Und Liebeskummer und Schmerz und auf der anderen Seite auf einmal eine Schlagzeile. Ja. Und wie gehst du damit um? Und alles hat seine Zeit im Leben und siehe hin und lerne, würde ich mal rückblickend zum Beispiel zu dieser Trennung von dem Kindsvater sagen. Lang beide zusammen? Ja, wir waren gar nicht lang zusammen. Also es waren nur echt ein paar Monate. Also ich habe auch so seinen Vater kennengelernt und wir haben aber zum Beispiel nie Alltag zusammen gehabt. Mhm. Nie. Wir waren beide in der Phase, wo einfach wahnsinnig viel los war. Ich kam aus einer langen, langen Beziehung mit Heiner Lauterbach. Das war auch nicht so ganz einfach, diese Trennung, weil wir hingen beide, glaube ich, sehr noch aneinander, ist einfach so. Das war wirklich nicht einfach. Es war aber für beide besser, dass wir uns getrennt haben. Wirklich besser. Und dann ist ja meistens der Partner nach so einer langen Beziehung, Heiner und ich waren 4 Jahre oder knapp 5 Jahre zusammen, ist ja meistens so ein bisschen, ich will nicht sagen Übergangspartner, aber du weißt, was ich meine. Das ist dann nicht unbedingt... Ja, das Seriöseste. Nein, nicht unbedingt seriös. Man sucht ja schon irgendwie eine Ablenkung die große, und ein Abenteuer. Eine Ablenkung und auch so ein... Aber bewusst ja auch was anderes, ne? So ein Kontrast, also auch bewusst was anderes und sollte eigentlich eine Leichtigkeit haben. Hatte sie auch.
Du guckst so gerade unter dich. Hast ich such du, den Hund. Hast du Probleme mit dem Stuhl, der so ein bisschen Trennungsangst geht? Haben. Ach so, der Hund ist da. Der liegt unterm Tisch, ja. Ach Gott, wir haben jetzt auch ein Maskottchen. Wo ist er? Also eine Leichtigkeit hat so eine Beziehung. So, und dann bin ich aber schwanger geworden. Aber wie hast du Alex kennengelernt? Weil natürlich habe ich Alex kennengelernt durch die Mattscheibe. Ich habe ihn im Big Brother Container gesehen. Naja. Du ihn auch? Du bist aber nicht schwanger geworden von ihm. Durch den Fernseher ist, glaube ich, noch keiner schwanger geworden. Nein, ich glaube, das wäre ein ziemlicher Einzelfall. Naja, also ich habe ihn natürlich auch, wie wir alle quasi kennengelernt durch die Mattscheibe, war ja nun aber selber auch bekannt, so ist es ja nun nicht. Und wir haben uns ganz klassisch hier in Hamburg bei einer Veranstaltung kennengelernt, bei irgendeinem After-Work-Party. Also ich habe an dem Tag gedreht mit einer Redakteurin in irgendeinem Zirkus, weiß ich noch, waren wir. Und gedreht haben vorher noch ein bisschen Friseurbilder und so. Also es gibt ja immer so Beiträge, die drehst du für diese ganzen Magazine. Und das ist ja gerne mal so, weiß ich nicht. Wir begleiten Jenny Elvers mal den ganzen Tag. Ja, super. So spannend ist es nicht. Oh, genau. Ich kann nicht von erzählen. Wie füllen wir denn diesen Dreh? Ja gut, dann geht die Mutti mal zum Friseur und dann gehen wir noch irgendwie in den Zirkus und dann gehen wir noch irgendwie schick essen. Oh, ich war einmal mit dir einkaufen. Das fand ich lustig. Das war lustig. Das war doch lustig. Wir waren im Supermarkt bei dir in der Gegend. Ganz kleines Tante-Emma-Liedchen. Supermarkt ist ein großes Wort für einen kleinen Laden, aber sehr charmant. Also du brauchst keine Zeitungen lesen in einem Ort, du brauchst nur da einkaufen. Also das war schon interessant. Ja, ne, süß. So. Also ein Tag im Leben der Jenny E. endete im Wollenberg. Ich dachte jetzt am Bahnhof Zoo. Himmelswillen. Du hast vielleicht eine... Also ich bitte dich, was hast du für einen Eindruck von mir? Ja, weil du Jenny E. gesagt hast. Christiane F. Ich verstehe. Sonst nicht. Na gut. Nur der Name. Na gut. Endete im Wollenberg, bei Michael Wollenberg an der Alster. Damals eine wahnsinnig schöne Location, wo ich gern hingegangen bin, wo man halt essen konnte. Und dann eben ein paar Meter weiter war halt so ein Club. Und es kam, wie es kommen muss. Alex war auch da. Der hatte auch, glaube ich, irgendeinen Dreh an dem Tag. Und es war so ein bisschen, da waren so einige Promis auch unterwegs an dem Abend. Das ist, ich weiß nicht, was genau da los war. Ich weiß nicht, welche Veranstaltung das war. Ich bin quasi nur dazugestoßen. Ja. Ne? Aber es waren da eben auch schon so ein paar Pressevertreter halt auch vor Ort. Ja, dann sind wir uns vorgestellt worden, fanden wir uns auf Anhieb irgendwie sympathisch und ich fand den hot. Auch schon im Fernsehen? Ich fand den auch schon im Fernsehen hot, ja, tatsächlich. Der fand mich auch hot. Natürlich. Wer nicht? Und dann haben wir hatten echt viel Spaß. Es war sehr, sehr lustig. Wir sind dann halt noch ein bisschen weitergezogen. Das habe ich auch mal meinem Sohn erzählt. Du, ich war dann mit Alex noch hier irgendwie auf dem Kiez unterwegs und in so einem Table Dance Laden und er so, oh Mama! Ja, Mann, im Dollhaus. Das lustig. Gibt's das noch? Das gibt's noch, ja. Guck mal. Hattest du Dollhaus-Dollar, die du verteilt hast? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte noch, glaube ich, nur Augen für Alex. Ja. Und der auch nur Augen für mich, so. Und deswegen geht man ins Dollhaus. Ja, in der Gruppe, Mann. Du weißt ja, du bist aus Hamburg. Jetzt tu mal nicht so schüchtern. Aber ich überlege, ob ich mit einem Date ins Dollhaus gehen würde, weil das Date würde dann vielleicht ja eher auf die darbietende Kunst schauen. Dann taugt das Date nichts. Aber stimmt, das ist ein guter Test, ja. So nach, genau. Wir kennen uns eine Stunde. Lass mal irgendwie richtig in so einen Laden gehen. Oh, ich muss dir noch vom Safari irgendwann erzählen. Der letzte das ist aber eine andere das Nummer. Das letzte Sextheater in Deutschland. Oh mein Gott, da schreibe ich mir auf für ein anderes drin. Mal. Ja. Da kann ich auch was zu erzählen. Schreib dir das mal. Wir machen jetzt eine Liste mit Themen. Ja. Um Gottes Willen. Gibt aber es leider nicht mehr. Wir driften jetzt nicht ab nein, in dieses Date. Anyway, du hast gefragt, jetzt gibt das Mikro um. Das ist doch herrlich. Macht nichts. Du hast das so eingestellt. Du hast gefragt, wo ich den kennengelernt habe. Und jetzt habe ich die Geschichte erzählt. Das passt jetzt so. Ach, guck mal. Also, liebe Leute, hier wird noch an der Technik gefeilt. Es steht auch wirklich ganz, ganz spitz hier ganz auf den spitz. Drei Beinen. Mensch, Martin. Ich schneid's raus. Nein, das musst du okay, nicht. Okay, gut. Lass dann weiter. Doch, hier wird nicht geschnitten. Es sei denn, es klingelt an der Tür.
So, also, das war der Kennenlernabend und alles andere ist ja auch Geschichte. Es wurde ja sehr dokumentiert von der Presse. Nein, das kann man alles nachlesen, das kann man googeln, wenn man möchte. Aber was wir ja eigentlich als Thematik heute nehmen wollten, sind Trennung. Okay. Und was jetzt konkret zu der Trennung geführt hat und so weiter, darum geht es, finde ich, gar nicht, sondern um, wie geht man mit der Trennung öffentlich um? Und da muss ich wirklich sagen, da war ich ja natürlich noch jünger, guck mal, das ist 23 Jahre her, hatte auch, 23, mein Sohn ist 23 Jahre alt, deswegen, oder unser Sohn, ne, kann ich das ja sagen. Und wir haben beide richtig bescheuert agiert. Mhm. Also so richtig bescheuert. Gerade wenn man bedenkt, dass wir gemeinsam ein Kind haben. Mhm. Also ich muss sagen, ich glaube, Alex, und wir haben uns darüber ja auch mal auch ausgesprochen, Alex war natürlich auch ziemlich geleitet von seiner damaligen Freundin oder Frau, viel spätere Frau. Also nicht die jetzige Frau, sondern der Trend geht ja zur Zweitehe. Das ist mal die eine Entschuldigung und die andere Entschuldigung ist, er kam nicht aus der Öffentlichkeit, also der war noch nicht so viele Jahre dabei wie ich und ich wusste mir irgendwie nicht anders zu helfen. Ich habe halt, also er hat was gesagt und ich habe den blöden Fehler gemacht und habe was zurückgesagt. Was hat also er gesagt, weißt du das noch? Das weiß ich nicht mehr, ich will das auch gar nicht mehr wissen, weil wir eben das auch wahnsinnig gut nach all den Jahren besprochen haben. Wir waren, also wir haben ja irgendwann einen Weg gefunden, wie wir miteinander kommunizieren und nicht übereinander, aber es brauchte richtig viele Jahre. Da war auch eine ganz lange Pause dazwischen. Und dann haben wir uns wieder angenähert, wirklich für, sowieso für Paul, also weil ich fand das auch sehr wichtig und er auch, das sind, es sind ja auch die Gene von Paul. Ne, und das ist, ich habe mir auch immer, das habe ich auch zu meinem Ehemann damals gesagt, sagt so ein Kind, du bist auch Papa, du bist der Herzenspapa, aber so ein Kind hat irgendwann so eine, erstens die Neugierde, das interessiert einen ja auch, ne, weißt du, weil es ist ja 50% ist ja von ihm. Ja. Und also wie sieht er aus und wie viel Ähnlichkeit, wie viel Gemeinsamkeit entdecke ich eventuell? Mhm. Und auch was sind seine was ist sein familiärer Background? Ja. Wo komme ich her? Weil das sind 50% von mir ist da, ne? Und auch es kann natürlich auch passieren, dass auch jemand so glorifiziert wird, einfach weil er nicht da ist, weil er ja auch die ganz doofen Sachen nicht sagt, wie geh ins Bett, mach deine Hausaufgaben, was hast du da wieder für eine Scheiße gebaut, weißt du? Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, du hast absolut recht. Vielleicht bildet man sich jemand, da stellt sich jemand vor, den es gar nicht gibt und denkt aber trotzdem mal, der Person wäre es vielleicht besser, cooler, schöner. Zum Beispiel, kannst du alles haben. Und so haben wir es geschafft, peu à peu uns anzunähern, haben aber diese Trennung an sich nie so wirklich besprochen. Denn ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte und er wusste auch nicht. Weißt du, du kannst ja auch so Jahre nicht die dann nachholen. Aber wir haben uns damals eine Schlammschlacht geliefert, die nicht schön war. Und so ein bisschen, ich meine, aktuell wissen wir, sind ja die Pochers da ganz weit vorn. Die mögen das jetzt wahrscheinlich auch nicht, dass ich den Namen sage und sagen, nee, das mischt sich die Elbers noch da ein. Nein, ich mische mich überhaupt nicht ein. Und ich weiß aber, wie das ist, wenn man das Gefühl hat, man muss reagieren. Weißt du, man fühlt sich falsch dargestellt und möchte die Sicht der Dinge eben von sich aus sagen. Und das ist falsch. Es gibt am Ende nur Verlierer. Mhm. Es gibt nämlich die Zuschauer oder die Zuhörer, die sich das Ganze angucken, die irgendwann sagen, Alter, ich kann den Namen nicht mehr lesen. Das war bei mir so. Ich glaube, dass auch ein Großteil, gerade natürlich die Frauen, einfach Alex auch sympathischer fanden und sagt so, was konnte ich ja noch nie leiden. Mhm. Und es war nicht schön. Es war nicht schön, natürlich Sachen über dich zu lesen, die also aus meiner Sicht eben falsch sind, aber das Klügste, was ich hätte machen können, wäre einfach Schnauze halten. Ja. Man muss an dem Punkt
mal die Schnauze halten. Das ist einfach besser. Weißt du, ich habe ja dann auch noch in meinem Kopf damals gedacht, nee, das kann, sieht ja alles mal unser Sohn und so. Mhm. Ja, nee. Erstens will der sowas gar nicht jetzt nach vielen Jahren lesen und zweitens ist es uncool. Ist nicht cool. Und das haben, also jetzt in dem Fall, das muss ich noch, die Trennung mit Alex muss ich dann noch abschließend nochmal erklären. Wir haben einen wahnsinnig guten Weg gefunden. Eben erstens haben wir uns angenähert. Dann haben wir uns wirklich angefreundet wieder. So richtig. Auch da lag es, glaube ich, wiederum an der neuen Frau, an der Brit. Jetzt mittlerweile sind die auch schon länger zusammen verheiratet und. Und sind auch ein sehr, sehr gutes Paar. Und das ist auch immer sehr unterstützend. Mhm. Wenn du dann natürlich jemand hast, der sagt, komm, ich möchte das auch und ich schiebe das mal ein bisschen an. Und dann waren Alex und ich ja bei Prominent getrennt und vor der Kamera haben wir das alles mal so ein bisschen angerissen. Mhm. Und dann sind wir ja rausgeflogen, weil ich mir den Zeh gebrochen habe und dann konnte ich auch erstmal gar nicht zurückfliegen. Und dann sind wir noch ein paar Tage da geblieben und da haben wir das erste Mal ohne Kamera, ohne Presse, ohne dass irgendwer noch irgendwas irgendwie dazu gesagt hat, das erste Mal doch diese Jahre aufgearbeitet. Und das erste Mal habe ich auch gesagt, so, das hat mich verletzt, das fand ich scheiße. Und auch Alex hat mal gesagt, so, das war damals so und so. Und so viele Sachen, die ich auch so gar nicht wusste. Und wir hätten uns natürlich diese ganzen wirklich bescheuerten Schlagzeilen sparen können, hätten wir das irgendwie mal früher hinbekommen. Ne? Und dieses Trennung in der Öffentlichkeit, klar, wenn du eine Beziehung in der Öffentlichkeit führst, das heißt ja noch nicht mal, dass du irgendwie eine Homestory machst und irgendwie jeden in deine Schublade gucken lässt, sondern du bist einfach als Paar in der Öffentlichkeit. Und das fängt in dem Moment an, wenn du jemanden mit auf den roten Teppich nimmst. Ja. Weißt du noch, was du über ihn gesagt hast in der Öffentlichkeit? Ich glaube, ich habe den jetzt nicht beschimpft oder beleidigt, aber ich habe vor allen Dingen immer reagiert und Sachen, die oder Aussagen versucht zu revidieren, aber auf eine uncoole Art und Weise. Mhm. Also auf eine sehr pubertäre Art und Weise. Also man hat auch mit Schlamm jetzt zurückgeschmissen, oder? Ich habe halt genau das gemacht, was ich irgendwie nicht hätte machen sollen. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, war wahnsinnig verletzt über die Geschichten, die von ihm kamen und habe halt reagiert. Und das ist wirklich das Dämlichste, was du machen könntest. Mhm. Weißt du? Und das, wie gesagt, sieht man eben an dem Beispiel Pocher halt gerade in Anführungsstrichen sehr schön. Da sind auf beiden Seiten Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die das Spiel kennen, die aber auch verletzt sind. Mhm. Und glaube ich, wirklich richtig schwer verletzt. Ja. Ne? Und das eben trotzdem befeuern und ich kann es auf eine Art und Weise verstehen, weil man sich falsch dargestellt fühlt, dass man sagt, so nee, jetzt beiß ich hier auch mal um mich. Klar, ne? Ja. Aber klug ist das nicht. Lass mal die Pochers gleich noch sprechen, weil auch das finde ich sehr schräg, was da gerade passiert. Ich weiß, du willst das nicht ganz sagen und ich verstehe auch, dass man solche alten Sachen nicht wieder hochholen möchte. Aber natürlich frage ich mich jetzt, warum ist diese Beziehung zum Beispiel nicht im Guten geendet? Was ist passiert, dass man quasi mit so einem Groll aus einer Beziehung rauskam und dann ebenfalls diesen Groll in der Presse irgendwie stattfinden lassen hat? Bei mir oder bei denen? Auch. Ich weiß gerade gar nicht, was du von mir willst. Also was ist bei dir und Alex passiert, dass das so schlecht auseinanderging? Weil ich habe auch eine Beziehung schon mal beendet, ziemlich lange, nach 8 Jahren. Aber wir sind im absolut Guten auseinandergegangen. Das kann ich dir bei mir sofort wie aus der Pistole geschossen beantworten. Ich war schwanger und er hat die Presse informiert, dass er sich trennt und ist dann in Flieger nach Amerika gestiegen und war ein paar Stunden nicht erreichbar. Und ich habe die Trennung durch einen Anruf von der Bild-Zeitung erfahren. Ach Gott. So. Dass dieser Teil, also ich meine, wenn du erst ein paar Wochen oder Monate zusammen bist, dann ist das nicht irgendwie die wahnsinnig große Liebe. Das war eigentlich ehrlich gesagt von Anfang an klar, dass das irgendwie nicht irgendwie für
in Stein gemeißelt ist. Also wir hatten keinen Alltag zusammen, wir haben nicht zusammen gewohnt, wir haben nicht zusammen gekocht oder irgendwas. Wir waren halt ganz viel unterwegs, war echt eine wilde Zeit. Er war gerade wahnsinnig gefragt zusammen als Paar. Ihr habt auch Kuschelrock zusammen moderiert, oder? Ja, bei RTL 2. Das habe ich damals Kuschelrock, irgendwie gesehen. Bravo TV, er war bei mir in der Sendung bei Top of the Pops als Co-Moderator. Wir haben halt viel auch zusammen gearbeitet und so. Und es war halt lustig. Und dass ich schwanger geworden bin, das war für mich, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Alex hat sich auch durchaus gefreut, so ist es nicht. Aber es war nicht geplant. Nein, aber es war ganz, es war, stand völlig außer Frage, dass das ist mein Kind. So. Ja. Also, und ich habe auch nicht irgendwie erwartet, dass Alex jetzt irgendwie auf die Knie geht und sagt: So, jetzt lass uns heiraten. habe ich nicht erwartet, wirklich nicht. Und auch nicht, dass wir zusammenbleiben. Also das finde ich auch völlig, ich finde, es ist vollkommen legitim, auch wenn jemand irgendwie ein Kind erwartet, zu sagen, weißt du was, Mäuschen, das ist echt irgendwie schön, freue ich mich, aber wir beide sind kein Paar. Das ist nun mal so, das ist eine Entscheidung. So, und auch mir war das, ich dachte wirklich so, okay, ich werde das Kind alleine großziehen. Ja, das dachte ich schon wirklich, als ich das so dann bemerkt habe, eben, dass ich schwanger bin. Das war für mich jetzt kein Kriterium, da irgendwie so sauer zu sein. Die Art und Weise der Trennung. Und dann hat er sich halt rausredet, ja, ich dachte, ich hätte es gesagt, so durch die Blume. Ich so, Alex, bist du bescheuert? Wie kann man denn durch die Blume mit jemand Schluss machen? Also, oh Gott. Also, aber mittlerweile muss ich drüber lachen. Zu dem Zeitpunkt fand ich das echt nicht komisch und dann eben die Interviews, die da kamen und dann habe ich halt rausgehauen. Es war einfach wirklich bekloppt. Aber glaubst du, er hat das der Bild-Zeitung gesagt, weil er auch nicht genau wusste, wie viel Impact sowas hat und weil er auch nicht wusste, wie man mit den Medien umgeht? Ich glaube, dieses mit den Medien umgehen ist das eine. Trotzdem ist ja menschlich gesehen, sind ja erstmal die Medien egal. Also die erste, die das erfahren sollte, wäre schon ich gewesen. Also aber wenn wir uns in seinen Kopf reindenken, er meint ja, er hätte es damals dir gesagt. Genau. Das hätte ich mitbekommen. Ich schwöre. Vielleicht war es gerade auf Klo, oder? Also, das ist schon, also. Das Wetter ist draußen also, schön, ich mach Schluss. Da werden wir uns aber auch, also er bleibt bei seiner Version. Und wie gesagt, mittlerweile lachen wir uns tot. Also da gibt es keinen Konsens? Nein, er bleibt bei seiner Version. Er hätte mit mir durch die Blume Schluss gemacht. Aber durch die Blume ist wirklich 1:1 jetzt ein Zitat von ihm, weil ich immer noch dabei bleibe. Alex, sowas gibt es nicht. Das kann man nicht. Also, was denn? Haben wir vorher diskutiert? Mhm. Haben wir irgendwie, hast du mir Blumen geschickt und gesagt, sorry, ich trenne mich? Oder was? Hast du einen Deal mit Fleurop? Was stimmt mit dir nicht? Also, das ist wirklich Bullshit. Hat er mal die Situation geschildert, wo er gedacht hat, dass hier jetzt gerade das Schlussmachgespräch stattfindet? Ja, das hat er mir irgendwie, als wir in Südafrika bei Prominent getrennt waren, eben versucht, irgendwie klar zu machen. Aber ich habe es bis heute nicht verstanden. Also, da werden wir auch nicht mehr an der Stelle da irgendwie uns einig sein, wo ich jetzt sagen kann, stimmt, pass mal auf, in WhatsApp-Nachricht Nummer 37, da hattest du es erwähnt. Ich habe das nicht so ernst genommen. Das ist der Fluch und Segen an WhatsApp. Man kann mittlerweile auch Sachen hier anpinnen und sagen, pass mal auf, ich habe es hier schwarz auf weiß. Du hast es mir geschrieben vor 4 Jahren. Ne? Ich bin auch leider sehr gut drin. Ich weiß immer genau, wo solche Sachen noch zu finden sind. Ich glaube aber, dass, wie gesagt, das wüsste ich. Und das ist ja aber auch so eine Unart, stell dir mal vor. Also so über WhatsApp macht man ja auch nicht Schluss. Das ist auch schwierig. Wie gingst du damit, als du es über die Bild-Zeitung erfahren hast, dass da Schluss ist? Na, das war erstmal, mir hat das ganz schön den Boden unter den Füßen weggezogen, obwohl ich so selbstbewusst gesagt habe, naja, das ist mein Kind und ich freue mich drauf und so, weil das erstmal, also ich glaube einfach auch, weil damals war das Katja Kessler noch, die hatte damals die letzte Seite gemacht, weißt du? Die mittlerweile war doch bei Wetten, als, das auch mal, oder? Ja. Hat sich das Buch das von fand ich Dieter Bohlen halt, mitgeschrieben? Genau. Ich fand es halt beschämend. Also so in der Art und Weise so eine Trennung, also das fand ich, also ich fand's wirklich schlimm. Hab mich dann auch ziemlich schnell wieder berappelt und das ging dann so, aber das ist schon so ein Stachel gewesen. Aber was ich eigentlich, also wie gesagt, dieser Schmerz ist schon lange
Geschichte. Also das ist wirklich, wir sind wirklich gut befreundet, richtig gut. Um was es bei mir jetzt eigentlich ging, ist, wie gehst du mit Öffentlichkeit um in so einem Fall? Also ja, der ist jetzt auch speziell, wie gesagt, ist halt ja auch schon ein paar Jahre her. Und jetzt wäre halt eher so interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden fest an meiner Seite hätte. Gehen wir mal so davon aus. Jetzt ist halt wirklich so, ich habe durch all diese Jahre, die mal mehr öffentlich waren, mal weniger, halt wirklich für mich so entschieden, dass ich das eigentlich überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit haben will, weil Beziehungen an sich zu führen in der Öffentlichkeit oder mit und dann mit dem Auge der Öffentlichkeit, finde ich so schwierig. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber das ist ja jetzt schon wieder Monate her, wie das ist zu daten, wenn du bekannt bist. Schwierig. Also nicht, weil ich irgendwie bekannt bin, sondern wer sitzt am Nebentisch und guckt sich das ganze Theater an? Wie schnell landet so ein Handyfoto oder so in der Öffentlichkeit? Und ich will mich nicht bei mir zu Hause mit jemandem verabreden. Ich will auch nicht zu jemandem nach Hause mich da beim ersten Date irgendwie, das ist irgendwie auch so, das ist ja leicht übergriffig, ne? Ja. Guten Tag, ich bin da mal schon mal hier so zu Hause. Das ist zu viel, das ist zu schnell. Ich bin ja der Oldschool. Also man muss sich ja erstmal kennenlernen. Ich fand das jetzt ja auch hier bei Bill Kaulitz. Ich weiß, so funktioniert die Welt irgendwie, aber ich fand es auch irgendwie eklig. Dann hat er irgendwie einen Dude kennengelernt, da auch einen Schauspieler, den man kennt, auf dem CSD in Köln, haben sich zurückgezogen in irgendeine Kneipe, saßen in der letzten Ecke und natürlich sind da andere Leute und natürlich weiß man auch, wenn man jetzt die Lippen aufeinander presst, dass da andere Leute sein werden. Aber dass dann wirklich jemand da einfach Fotos macht und das dann in der Zeitung steckt, da denke ich so, das kannst du doch nicht gerade irgendwie mit einem guten Gewissen machen. Also nee, das muss sich doch eklig anfühlen, oder es nicht? Ist lass die Leute doch in Ruhe, mein Gott. Und auch für das Bild wird er jetzt nicht tausende von Euro gekriegt haben, oder? Wenn er klug war, schon. Also das ist halt, das ist wirklich so eine Geißel der Zeit, muss ich wirklich sagen, dieses, dass jeder meint irgendwie, er kann jeden irgendwie abschießen oder eben filmen, das ist halt auch so schade und das finde ich, so ein Verhalten finde ich beschämend, ne, lass die doch sich da knutschen und Lass dich doch knutschen. Ich in nix Deutsch. Lass die sich doch gegenseitig irgendwann mal, also lass sie sich kennenlernen. Ja. So. Aber eine Frage habe ich noch. Warum hast du dich damals so triggern lassen? Weil du warst ja schon eine Weile in der Öffentlichkeit, wusstest ungefähr, wie die Medien auf dich reagieren. Warum bist du dann auf diese Schlammschlacht eingestiegen? Hormone. Okay. Ich glaube Hormone, aber ich sag dir eins, das ist eben das, die man überlegt, also mittlerweile sehe ich das ein bisschen relaxter alles, klar, man lernt dazu. Ich hoffe, ich würde anders reagieren, aber das nimmt man sich auch so schön vor. Ja. Aber in dem Moment, wenn du dich falsch dargestellt fühlst, weißt du, das zerrt ja an einem und das macht was mit dir. Und mittlerweile haben wir nun das Medium Social Media einfach, also die ganzen, ob nun Instagram oder jetzt bellt der Hund. Ein weiterer Ex-Freund kommt vorbei. Genau. Also mittlerweile haben wir ja die Möglichkeiten, sehr schnell zu reagieren via Instagram. Ja. Das heißt, du sagst erstmal deine Sicht der Dinge und dann kann die Presse das sozusagen abschreiben. Das war halt vor vielen Jahren, wann das war, das ganz anders. Da hast du halt dann, okay, du musst dich halt dann gut stellen mit der Bild oder mit Bunte. Und dann, gut, dann sagt der andere was in der Gala. Ja. Also, um mal auf den Punkt zu kommen. Man nimmt sich das immer so schön vor, relaxed zu reagieren. Aber in der Realität sieht das halt dann leider manchmal anders aus. Gerade in dem Moment, wenn du sagst, das stimmt aber so nicht. Gegendarstellung. Ja. Also ich verstehe, dass man sich was nicht kaputt machen lassen möchte und darauf reagieren möchte. Wenn wir jetzt aber quasi den Bogen zu den Porras machen, das ist ja auch was denen garantiert nicht recht ist. Ach, weiß nicht. Ich glaube, denen ist mittlerweile alles egal. Und ich verstehe das nicht so ganz, dass Olli irgendwann angefangen hat,
so wahnsinnig viel Privates stattfinden zu lassen in der Öffentlichkeit. Der war ja früher nicht so. Der war ja schon ein klassischer Prominenter, der seinen Job gemacht hat. Und dann gab es hier und da mal ein paar Geschichten, aber er hat ja nie groß mit seinem Privatleben in der Öffentlichkeit stattgefunden. Und jetzt erinnere ich so, also du hast sicherlich auch gesehen, dieses etwas schräge Interview mit Frauke Ludewig in diesem Fußballstadion, wo er direkt nach der Trennung da öffentlich jetzt mal groß was sagen musste. Und da dachte ich mir so, warum macht er das denn gerade? Warum lässt er sich so in die Karten schauen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Olli jetzt sagen würde, nee, wieso? Privates habe ich nie gezeigt. Weder mein Haus noch meine Küche. Du weißt nicht, wie ich zu Hause wohne. Du kennst meine Kinder nicht. Das kennst du alles nicht. Du siehst nur das, was ich bereit bin zu zeigen. Mhm. Und das ist nur dann, wenn wir auf der Bühne stehen, wenn wir unseren Podcast zusammen machen, wenn wir unsere Sendung zusammen machen oder die verschiedensten Auftritte. Ich glaube, das ist seine Argumentation. Natürlich ist es so, dass Olli und Amira einfach wahnsinnig gut und toll als Pärchen irgendwie funktioniert haben, finde ich. Das war ein tolles Paar. Und dadurch, dass sie eben diesen Podcast gemacht haben, der ja immer sehr aktuell auf Geschehnisse in der Öffentlichkeit eingegangen ist das natürlich irgendwie dann auch auf einmal Thematik geworden. Und es ist ja auch so, machen wir uns jetzt vor, diese ganzen Geschichten jetzt, diese ganzen privaten, also wie gesagt, Olli würde sagen, das sind gar keine privaten Geschichten, weil du siehst nichts von mir privat. Na, Olli hat geweint im Fernsehen, weißt du, das finde ich schon sehr privat. Ich finde das sehr überraschend, dass er so viel von sich preisgibt, genau wie du, das muss ich genauso sagen. Es zeigt natürlich mal einen anderen Olli. Yeah. Das ist vielleicht auch der Hintergrund, wobei ich glaube, also wenn du weinst, dann weinst du ja. Du bist verletzt, du bist traurig und vielleicht hat er auch eine ganze Zeit lang noch gedacht, Mensch, das kriegen wir wieder hin. Mhm. Vielleicht war das auch mit einem Gedanke. Also und ich finde es tatsächlich auch überhaupt nicht, also den Teil mag ich, muss ich wirklich sagen, wenn jemand seine Verletzlichkeit zeigt. Und ich meine, wenn sowieso schon die ganze Zeit drüber geschrieben und gesprochen wird, wo sie natürlich beide sich nichts geschenkt haben, dann kannst du die Nummer auch weiter durchziehen und die Leute mitnehmen, indem du dich so zeigst. Wenn du sagst, ja, ich bin verletzt. Ich bin eben nicht nur immer der Lustige, der auf der Bühne rumhüpft und dicke Sprüche irgendwie so von sich gibt. Sondern ich habe tatsächlich Gefühle. Man mag es gar nicht glauben. Ich glaube, die Seite finde ich auch gut. Also das finde ich irgendwie schon toll, wenn Leute sich nahbar geben. Gibt ja auch genug Comedians. Also auch Kurt Krömer hat ja irgendwann den Schritt dazu gemacht, die private Figur mit seiner Kunstfigur irgendwie mehr und mehr verschmelzen zu lassen. Und das hat mich am Anfang auch sehr irritiert, weil ich auch nicht wusste, als dann Kurt Krömer anfing, über sein Seelenwesen zu sprechen und über das Thema Depressionen, dachte ich mir so, ist das jetzt die Kunstfigur, die Depressionen hat, oder ist er das? Diese Transformation finde ich ganz spannend, die er so hingekriegt hat. Ja. Und es gibt ja mehrere Leute, die mehr und mehr geben. Auch so Jan Böhmermann zum Beispiel, der gibt ja irgendwie, glaube ich, gar nichts. Oder ist ganz, ganz wenig. Und ich glaube, dass das bei nicht nur bei diesen Comedians, wie auch zum Beispiel Thorsten Schreter, der ist ja auch damit rausgegangen, sondern allgemein bei Menschen, die schon auch lange in der Öffentlichkeit stehen, wo so ein vorgefertigtes Bild irgendwann einfach da ist. Ja, das ist einfach da und das kriegst du auch nur schwer weg. Und wenn die auf einmal so einen Bruch haben, dann ist es natürlich etwas Hochspannendes. Und Oliver Pocher, finde ich, hatte ja vorher nie irgendwie einen Bruch. Der war immer so, ne, der ist halt lustig, manche finden ihn zum Kotzen und genau das möchte er aber auch. Er war immer provokant und immer provozierend und ich finde oftmals sehr, sehr auf den Punkt. Also ich habe mich über viele Sachen von ihm wirklich totgelacht. Aber eben ganz viele Leute fanden ihn auch zum Kotzen. Das bleibt ja auch sowieso nicht aus, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Ne? Die einen finde ich gut, die anderen finde ich scheiße. Meistens gibt es nichts dazwischen. Ja. Und das macht ihn natürlich ein bisschen nahbarer. Aber warum lässt er sich so auf diese Schlammschlacht ein? Das verstehe ich irgendwie nicht.
Das müsste man eben, glaube ich, also ich bin ja auch nicht dafür, dass man irgendwie über mich irgendwie stundenlang quasi spricht. Ich meine, das tun wir jetzt hier auch nicht, aber das müsste man ihn tatsächlich selbst fragen, finde ich. Weil ich finde, dieses Emotionen zeigen ist was total Schönes, aber diesen Kampf, den muss man ja nicht öffentlich irgendwie austragen. Oder glaubst du, ist es auch da vielleicht eine Verletztheit und eine Wut? Ich kann mir das gut vorstellen. Also ich weiß auch noch, als ich, als wir uns getrennt haben, wir, mein Ehemann und ich. Du und Olli. Aber, nein, das wäre eine Schlagzeile. Ja. Die, oh Gott, als mein, also Mann, dessen Nachname ich übrigens auch noch in meinem Pass zu stehen habe, Okay. weil ich genau das gleiche Argument habe. Mein Sohn heißt auch Elberzagen. Ja. Aber gut, Elberzagen ist jetzt nicht ein Promi-Name, ne? Aber deswegen habe ich tatsächlich noch den Namen bei mir. Als wir uns getrennt haben, war ich auch irrsinnig verletzt und wahnsinnig gedemütigt und sowieso, es ging mir nicht gut. Und es war ja an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich mich gerade so wieder berappelt hatte. Und da war ich wirklich so angeschlagen emotional, weil das eben auch eine lange Zeit war, ne? Also wir waren ja, ich müsste tatsächlich jetzt irgendwie nachgucken. 11 Jahre, 12 Jahre, ich glaube 12 Jahre verheiratet. Krass. Und das ist so lang. Genau. Und eben ja auch davor schon so zu, also zusammen. Ich dachte, du bist eine Hupfdohle. Ja, ja. Ja, wird ja gerne mal so. Ja, das kommt eben, wenn man öffentliche Beziehungen hat. Ja, also bei den anderen wird nicht so mitgezählt wie bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen. So, und da war ich wirklich emotional so angeschlagen, dass ich da auch ein Interview gegeben habe, wo ich hinterher also mit Abstand sagen würde, es war jetzt auch kein schlimmes Interview, sondern hat meine Verletzlichkeit auch gezeigt und das war aber dann echt so, dass alles so, oh, die arme Jenny, das hilft dir ja auch an der Stelle nicht. Mir hat's dann aber irgendwann sozusagen geholfen, dass ich gesehen habe, ich muss jetzt erstmal, also ich musste einen Cut machen, ich muss weg aus Deutschland. Mhm. Also gerade dadurch, dass das eben auch öffentlich natürlich stattfand, das war über Tage Schlagzeile, häuften sich halt die Reporter bei mir vor der Haustür. Mhm. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, weil natürlich da haben sie so richtig drauf gewartet, so, Alter, jetzt kommt ihr doch hier garantiert irgendwann mit der Kiste Bier unterm Arm raus oder mit der, weiß ich nicht, Sechserträger Wodka oder wie auch immer. Also ich konnte wirklich mich nicht mehr bewegen. Also es war viel los. Also wann immer ich, wie gesagt, vor die Tür gegangen bin, bin ich abgeschossen worden. Dann gab es halt Bemerkungen zu, oh, sie wird immer dünner und sie wird immer trauriger. Ich meine, dass ich nicht da mit irgendwie grinsendem Gesicht morgens rauskomme und mein Sohn zur Schule fahre oder wie auch immer, war irgendwie klar. Und auch für meinen Sohn war das wahnsinnig schwierig, weil den haben sie halt auch die ganze Zeit irgendwie vor der Schule standen die und so weiter versucht irgendwie abzufangen und abzufotografieren, was sie nicht durften. Also habe ich mich jedes Mal gegen gewehrt. Habe immer gesagt, hier, zumindest muss er ja gepixelt werden und so. Oh, das war wirklich eine ätzende Zeit. Ganz, ganz schlimm. Und da bin ich wirklich sehr froh, dass ich dann irgendwann auch da die Kurve bekommen habe. Und das sagt ja auch was. Es hat sehr weh getan, aber es, also jetzt zum Beispiel würde ich sagen, es ist genau gut so, wie es war. Mhm. Also ich glaube nicht, dass mein Ex-Mann und ich heute noch verheiratet wären. Ich glaube, dass die Ehe sowieso, anders geht's gar nicht. Wenn ihr zusammengeblieben wäret. Ja. Ich glaube, wir haben uns da so auseinanderentwickelt, dass das wäre über die Jahre nicht gut gegangen. Mhm. Also glaube ich jedenfalls. Aber weißt du natürlich auch nicht. Aber auch diese Wunden verheilen. Man mag es gar nicht glauben. Man kann wieder so an die Stelle zurückkommen, dass man sagt, so, und jetzt bin ich bereit zu daten und zu gucken, auf was ich mich vielleicht wieder neu einlasse. Das Einzige, was ich trotzdem, also nach dieser durchaus langen Ehe sagen muss, ist, dass ich, was so ganz feste Beziehungen angeht,
glaube ich, einen Knacks weg habe. Also das, okay, das dauert so richtig, bis ich jemand so wirklich in mein ganz, ganz privates Leben lasse. Also die ganz private Jenny hat da so ein bisschen, ja, einen Schutzfilm. Glaube ich. Einen kleinen Zaun, ja, um sich herum gebaut. Ja, verstehe ich auch. Und ich glaube auch, dass, ja, ich glaube, so eine öffentliche Beziehung, ich meine, Beziehung allein zu führen, ist schon schwierig, ne? Ich sag dir das. Martin, weißt du, was ich gerne mit hätte? Mit Kamera so im Gesicht. Weißt du, was ich gerne hätte? Einen ganz normalen Mann. Aber du bist ja leider keine ganz normale Frau. Ja, eben. Deswegen, ich hätte gerne jemand ganz Normales. Ich glaube, so ein Mittelding wäre vielleicht gut. Vielleicht. Jemand, der auch ein bisschen dich versteht, dein Background, deine Branche. Ja, das kommt natürlich erschwerend dazu. Ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich leicht bin. Also, aber das, weißt du, so als Gegenmodell, jemand ganz normal, das wäre da schön. Und mit normal meine ich ja schon, dass der sich allein die Schuhe zubinden kann. Nein, dass der, das war natürlich ein Spaß, dass der sein eigenes Geld verdient, seinen eigenen Job hat, weiß, wo er steht im Leben. Und vielleicht auch, das interpretiere ich jetzt Dach vielleicht in deine Kopf Wünsche hat rein, oder das würde ich mir für dich wünschen, dass man nicht an eine Person gerät, die auch das Rampenlicht sucht. Also wer das Rampenlicht sucht, der ist ganz falsch an meiner Seite. Mhm. Jemand, der schon im Rampenlicht steht, das ist was anderes. Ja, also das ist, sind ja sowieso meistens die Leute, die ich kennenlerne, weil wir irgendwie, wenn man sich so da bewegt und zusammenarbeitet oder eben vor der. Ich meine, mit George Clooney war es ja fast zusammen da. Ja, fast du. Es war kurz vor Heirat. Irgendwo auf Barbados. Ach Gottchen. Ja, also das sind ja schon so die Leute, die man kennenlernt. Aber nee, ganz normal meine ich, es muss eben nicht zwingend jemand sein, der aus der Branche kommt. Es muss nicht jemand sein, der durch irgendwelche Sendungen tingelt oder so. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, alles andere wäre sehr viel gesünder und auch sinnvoller. Ja. Das passt jetzt nicht ganz in dieses Schema rein, weil diese Person, die da mitmacht, auf jeden Fall das Rampenlicht sucht. Aber wir erwähnen es gern nochmal. RTL, Jenny möchte gerne die Golden Bachelorette werden. So. Genau. Ich sag ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gerade eben? Natascha Ochsenknecht will auch die Bachelorette ja werden. Ja, ich habe schon so viele Namen jetzt gelesen. Können einfach jetzt muss so ich mal ranhalten. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Wir sind ja denn jetzt doch eine ganze Menge Mädels, die gerade so solo durch die Gegend rennen. 10 Staffeln Verena sind Kehrt könnte jetzt auch mitmachen. Oh, ja, über Mark Trancy müssen wir auch nochmal reden. Mhm. Bevor wir diesen Podcast schließen, ich habe was gefunden. Nochmal ein bisschen off-topic. Ich habe nämlich neulich geguckt, habe ich vielleicht irgendwo Leichen im Social Media. Die Welt verändert sich ja, Meinungen verändern sich, man überreut vielleicht Sachen, die man früher gesagt hat. Und ich hatte mal so nachts, kennst du, man wacht irgendwie auf um 1 Uhr und denkt so, ach scheiße, nicht, dass da irgendwas schlummert, von dem du gar nicht weißt. Hab dann so angefangen, meine Timeline durchzugehen, nicht um zu gucken, Ernst? Ist da irgendwas dabei, was ich mal gepostet habe, was heute vielleicht nicht mehr cool ist. Ich habe nichts gefunden, aber ich habe was Lust. Ihr sucht jetzt bitte auch nicht. Nein. Ah ja, aber ich habe was anderes gefunden. Vom 16. Oktober 2013, da habe ich was gepostet. Mein Job verfolgt mich im Traum. Heute geträumt, dass ich mit meiner Mama ein Luder-Seminar geleitet habe. Zu Gast waren Jenny Elvers und Tina Turner. Alter, von was träumst du von das, denn? Von das, ja. Ja, von das. Von deutscher Grammatik, ja, träume ich nicht. Martin, unfassbar. Heute übrigens politisch extrem unkorrekt, so Mädels so zu bezeichnen, oder? Absolut. Luda ist auch ein Begriff, den ich heute nicht mehr sagen würde. Also, unfassbar. Ja. Andere Zeiten, andere Begriffe. Ja, du hast recht. Der Begriff Luda ist mittlerweile ziemlich alt geworden. Dinge verändern sich. Ja, ich auch. Naja, aber du darfst noch da sein, der Begriff Luda vielleicht nicht. Auf gar keinen Fall, das ist wirklich also eine Unart, irgendwie Mädels so zu betiteln. Auf die Gefahr, dass ich ins nächste Fettnäpfchen trete, na, wollen wir vielleicht in der nächsten Folge über das Thema sprechen, das Altwerden in der Medienbranche. Hör mal, das war mein Vorschlag und jetzt tust du so als... Hallo, wir müssen ein paar Geheimnisse noch haben. Ja, hier. Ja, genau, das werde ich dann, genau, und das war dann blöde. Das war dann der Podcast. Ich antworte dann, ja, wir müssen noch ein paar Geheimnisse haben. Nein, sehr gerne. Okay. Finde ich super.
Das Altwerden im Rampenlicht. Das Altwerden im Rampenlicht. Braucht man mehr Filter? Nee, mehr Licht. It's all about the light. Gut, dann haben wir ein Date. Dann machen wir das. Und wir bedanken uns, dass ihr heute zugehört habt. Willkommen zurück bei Wanderzirkus. Genau. Der Podcast, der sich immer noch die Frage stellt, müssen wir eigentlich eines Tages ankommen? Oder ist es okay, wenn man dauerhaft auf der Reise ist? Ja, muss man denn auch auspacken? Ich weiß ja nicht. Willst du wieder einen Rückzieher machen? Wir müssen wieder einpacken. Wir packen richtig aus nächste Woche. Da geht's richtig los. Tschüss. Tschüss.